So, da wären wir wieder. Ich bringe zwei gute und eine schlechte Nachrichten. Die eine gute ist, ich weiß jetzt, wo der Würfel ist. Die andere ist, ist relativ in der Nähe von diesem Platz. Und die dritte, also die schlechte Nachricht ist, ich musste dafür eine Komplettlösung gucken. Schnief, ich schäme mich so. Aber na gut, besser als stundenlang irgendwo rumzuirren. Das heißt, wir springen jetzt da runter. Suchen jetzt den nächsten Platz, wo wir wieder runterspringen können. Das wäre dann... Wo zur Hölle sind wir? Huh. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Springen hier wieder runter. Und müssten jetzt unten bei den Hirnen irgendwo landen. Ja, und da ist da oben eine Nische. Und da drin oder hier irgendwo war dann der Schlüssel von dem Kräutertypen. Warum auch immer. Wie kamen wir hier wieder raus? Ich würde hier gerne wieder raus. Okay. Ah. So geht das. Na gut. Da müssen wir jetzt worum? Darum. Chup, 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 chup. Und fast da. Oh, eins der letzten Hirne. Stirb. Bevor du diesen doofen Erdbeben zaubern kannst. Stirb, stirb. Oh, und ich wollte noch ganz kurz gucken. Ah ja. Dreizackplage. Das war in den Kommentaren, dass ich doch bitte, bitte diese Waffe nicht mehr benutzen soll. Denn zum einen hat sie schlechte Stats und zum anderen klaut sie ein ganzes Gauner-Level, Kämpfer-Level. Das heißt, die benutzen wir auf keinen Fall mehr. Ich wäre versucht, jetzt sie einfach wegzuschmeißen, aber wir brauchen ja immer mal wieder Sachen für die Druckplatten. Dafür können wir es dann benutzen. Wir haben aber keine andere ordentliche Waffe mehr, wie ich gerade sehe. Das ist wiederum doof. Wir haben den Stab Gustavus. Ja, super, nee. Na gut, dann kriegt er halt den Westwood-Stab. Und mit etwas Glück macht dann ab und an mal einen Tausender-Treffer. So, da wollen wir nicht hin. Wir wollen zurück. Darum, darum. Denn es hier... Was zu... Nicht sterben. Ah. Was war das jetzt? Ja, ich weiß, was es war. Aber warum ging das so schnell? Hatten wir wenig Lebenspunkte, als wir angefangen haben? Oder... Ha. Na gut, wieder runter. Jetzt sind wir wieder hier. Diesmal woanders, okay. Zup, zup, darum. Jetzt sind wir eigentlich auf dem Weg zum Gefängnis. Da rechts rum wäre das Gefängnis, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier weiter hochhuschen. Ja, jetzt sind wir gleich wieder da. Und diesmal sind wir auch besser vorbereitet. Da ist mir schon das erste Gehirn. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb. Stipp, stipp. Und der hat die Plage schon wieder in der Hand. Weg mit der Plage, her mit dem Westwood-Stock. So. Und warum hat er gerade so einen Knall gemacht? Das war komisch. So, da sind die Hirne. Heilung. Ja, genau das Erdbeben meinte ich. Ich hasse diesen Effekt. Abgrundtief. Zumal in der Folge, die ich jetzt nicht in die Playlist gepackt habe, also diese eine Stunde, da musste ich das ja sehr, sehr häufig machen, also wieder Gegenstände aufheben wegen dem Erdbeben. Da bin ich jetzt echt traumatisiert. So, da wieder hin, da wieder hin. So, und jetzt kommen schöne Treffer mit dem Westwood-Stock. Das wäre doch super, aber das ist jetzt das letzte Hirn, das es gibt. Und ja, genial. So muss es sein. Also ja, das letzte Gehirn wurde jetzt mit einem Tausender-Treffer vom Westwood-Stock getötet. Und da haben wir Nathaniels Schlüssel. Das sieht aber irgendwie so aus, als hätte ich das da mal reingetan. Nee, kann aber nicht sein, denn hätten wir das Gebiet hier schon gesehen. Hm, na gut, also warum auch immer der Schlüssel jetzt hier ist, wir nehmen ihn einfach mal mit und kämpfen uns jetzt wieder mal
durch die ganzen Etagen durch, was hier inzwischen extrem lästig geworden ist, weil die Gegner halt immer wieder respawnen. Aber gut, sei es drum, wir müssen jetzt darum, hier rum und jetzt sind wir auch schon wieder im Gefängnistrakt. So, da hoch. Dann müssen wir jetzt hier rechts rum und schon kommen die ersten respawnten Gegner. Ich hasse es. Hier geradeaus weiter, hier ist gleich die zweite Tür links der Teleporter. Zweite Tür links, Teleporter. Und hier können wir erstmal in Ruhe schlafen. So. Ja, also der Plan ist jetzt zu Richard zu gehen. Dann drücken wir die vierte Pyramide auf seinen Sarg. Dann müsste er wach werden, in Anführungszeichen. Also das Gift würde dann wieder zu wirken anfangen. Und er könnte sich wieder bewegen. Und in dem Moment geben wir dem sofort den Trank. Und dann würde der König wieder leben. Und dann müssen wir weiterschauen. Jetzt müssen wir wieder blind durch das Gebiet durch. Das mag ich auch nicht. Und ja, es fällt mir auch selber auf, dass ich gerade recht viel mecker. Aber das Spiel frustriert mich momentan doch ein wenig. Also erstmal diese 1-Stunden-Aktion, die ich in dem Special hochgeladen habe, die hat mich ein wenig frustriert. Und dann jetzt die Tatsache, dass wir uns halt immer wieder hier durchkämpfen müssen. Und auch zum Beispiel Nathaniels Schlüssel, dass der jetzt einfach so irgendwo in dem Dungeon reingepackt wurde, ohne irgendeinen Hinweis darauf. Das heißt, hätte ich jetzt nicht in die komplette Zone reingeguckt, hätte ich wahrscheinlich Tage damit verbracht, jede alte Zone abzuklappern und das, das nervt mich dann doch ein wenig. Aber sei es drum, wir sind jetzt in Etage 2. Dann müssen wir jetzt hier rum. Da geht gleich die Wand wieder auf und wieder zu. Und könnt ihr nicht einmal tot bleiben? Das sind auch gleich richtig viele auf dem Haufen. So. Zip, 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 zip. Zip, 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 zip. Alle tot? Nein. Komm, Westwood Stock. Nö. Jetzt scheinen alle tot zu sein. Na gut. Ja, ich will nicht wissen, wie das gewesen wäre, hätten wir jetzt Konrad genommen. Das war, glaube ich, der Krieger. Da hätten wir hier jetzt richtig Probleme. Denn Bakata zum Beispiel kann ja nur ein einziges Mal auf Stufe 4 zaubern. Paulsen zweimal und das war's. Das Axel ist wirklich unser Damage-Dealer schlechthin hier in dem Bereich. Und als Krieger hätten wir wahrscheinlich genauso wie Bakata auch nur einmal zaubern können. Dann hätten wir richtig häufig schlafen müssen. Also da hätten wir dann ein, zwei Gegner umgebracht, geschlafen, ein, zwei Gegner umgebracht, geschlafen. Nicht so wie jetzt. Jetzt können wir 3, 4 Gegner umbringen und dann schlafen. So, wir wollen da hinten hin. Das ist unser nächstes Etappenziel. Und da wollen wir uns wieder einbunkern und schlafen. Das war eigentlich hier. Aber da hat sich er schon eingenistet. Dann schlafen wir einfach mal hier im Gefängnis. So. Na komm, letztes Witzelchen. Schön. Dann darum, bis zum Teleporter. Nein, wir wollen nicht in den Teleporter. Wir wollen auf keinen Fall in den Teleporter. Da müsste ich das Ganze jetzt nämlich alles nochmal machen. Wir wollen zu König Richard. Der war im Westen der Zone. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus mit dem Respawn. Aber das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen, genau. Hier sind bestimmt noch mehr von euch. So, darum. Eine kleine Ecke ist es noch. Oh, hinter uns war gerade ein Dreibein, das ich gekonnt ignoriert habe. Hier waren unsere Räume, wo wir uns immer verbunkert haben. Hier kommt der allseits beliebte Feuerball und tada, Richard. So, durchatmen und den König befreien.
apply the elixir now. Elvni, Warven, Calamari, Panix, Bell, Ignati. I can tell by the foul stench that I must be in Cimmeria. Yes, my liege. It appears that I owe you all a debt of gratitude, but it must wait. What of Scotia? Has she been vanquished? Scotia is said to be in the castle, but how shall we defeat her? She has changed form athwart us on many occasions. Take this ring, the Shard of Truth. Legend says that only truth can reveal the nether mask and foil the hag. I am too weak to join your group. I would merely slow you down. Your Highness, how shall you defend yourself? If you could spare a weapon, I would be grateful. Okay, also das war jetzt also der Gegenstand, mit dem zusammen wir den Rubin der Wahrheit benutzen müssen, um dann die Nethermaske zu besiegen. Ich wusste ja vorhin, also vor ein paar Folgen, nicht, welcher Gegenstand das war. Das ist der hier. Und er will eine Waffe haben. Dann geben wir ihm doch mal die Plage. So. Und jetzt müssen wir irgendwie... Also, er hat den Rubin der Wahrheit und er hat den Ring. Ist das so okay oder muss man es irgendwie kombinieren? Ah, okay. Tschupp. Die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit kann man nicht ausrüsten. Die ganze Wahrheit ist einfach nur da. Okay. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu dem Teleporter da hinten und gehen dann hoch zu Scotia. Und schauen, was passiert. Also ja, eigentlich dürfte ich ja noch nicht wissen, wo Scotia ist. Aber in der nicht gezeigten Folge, in dieser 60-Minuten-Folge, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, habe ich das halt alles schon mal hinter mir. Nur konnte ich sie nicht besiegen, weil halt dieser Gegenstand fehlte. So. Darum... Da rein und hier schlafen wir mal kurz. Ach, oder auch nicht. Was mich nur irritiert, dass Dawn immer noch nicht aufgetaucht ist. Wahrscheinlich kommt die erst, nachdem wir Scotia besiegt haben. Hm? Nee, komm, weg hier. Hier bunkern wir uns ein, schlafen wir halt hier in Ruhe. So. Meine Uhr sagt mir, es bleiben eigentlich nur noch 2 Minuten in dieser Folge. Aber das ist mir jetzt ziemlich Wayne. Und wenn diese Folge auch wieder 60 Minuten dauert, ist mir egal. Wir beenden jetzt das Spiel. So, da geht's hoch. So, die Tür da hatten wir schon geöffnet. Das heißt, wir hatten beide Schlösser entriegelt, also können wir jetzt in die Tür da rein. Und ich speichere mal kurz ab. LP053A Ende? Fragezeichen? Ah, da ist das Fragezeichen. Englische Tastatur und so. Also, Knopf drücken und rein da. Ja, hier habe ich noch Albträume von stundenlang. Oh ja, lassen wir das. Dogs have come to your deaths. It is you who will breathe your last, Scotia. Ha! You brought my ruby and its shard to me. That fool Richard actually believes the old tale that they may defeat my nether mask. It is folly. They shall give me even more power. Okay. So. Ja, genau das meinte ich. Scotia scheint nämlich in jeder Form die Fähigkeit zu haben, uns zu entwaffnen. So. Dich bringen wir jetzt erstmal um. Oh, 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 oh. Und da fällt mir ein, wir sollten jetzt vielleicht doch mal unsere Rüstung anziehen. Ich meine, genau dafür habe ich sie mir ja aufgespart. So, anziehen. Und Heilung.
Und wir können auch mal ein paar Ressourcen verschwenden, in Anführungszeichen. Dann nehmen wir doch mal das Ast der Vergessenheit. Wusch. So, wieder aufheben. Wieder aufheben. Wieder aufheben. Zack. Und sie hat sich verwandelt. Okay. Nächste Ressource. Wächterschwert. Zack. Und gleich noch ein Wächterschwert. Oh, die hält echt viel aus. Aber eigentlich müsste sie sich gleich nochmal verwandeln. Ast der Unendlichkeit oder Ast der Herrschaft? Herrschaft war die... Nein, die Schlange, die kennen wir doch auch noch aus Eibel. So, sonst haben wir jetzt keine Ressourcen mehr. Das heißt, wir müssen es auf die altmodische Tour machen. Einfach draufhauen. So, und diese Form, gegen die habe ich 45 Minuten lang gekämpft. Die kann man nicht besiegen. Das heißt, wir benutzen jetzt die ganze Wahrheit. Es funktioniert nicht. Nee, ne? Wieso funktioniert es nicht? Wie, es funktioniert nicht. Ich will jetzt nicht schon wieder drauf einschlagen, ohne dass was bringt. Kann man das vielleicht jetzt in die Hand nehmen? Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir drücken das einfach und dann passiert irgendwas und sie ist tot. Yeah, okay. Wir haben noch Heiltränke, Mana-Tränke. Ja, einmal für dich. Einmal für dich. Vielleicht müssen wir sie erst ein bisschen verletzen. Ja, tausender Treffer mit dem Westwood-Stab. Und genau deswegen hatte ich damals ja gedacht, man kann sie so besiegen. Und habe einfach mit dem Westwood-Stab endlos auf sie eingeschlagen. Aber anscheinend geht es trotzdem nicht. Es funktioniert nicht. Wieso funktioniert es nicht? Heilung. Okay, durchatmen, nachdenken. Wir haben jetzt noch Heiltränke, wir haben die Karte, um Mana wieder aufzufüllen. Wir haben die ganze Wahrheit, die nichts macht. Vielleicht müssen wir so lange werfen, bis wir sie da einmal ordentlich getroffen haben. Nee. Harm, harm, harm. So. Okay, weiterlaufen. Wir haben hier die Tür, wo wir reingekommen sind. Wir haben hier die Tür, wo Scotia drin war. Weil hier ist nichts. Und wir haben da oben noch den Bereich. So, klick. Aber hier war nichts. Sondern eine Sackgasse. Jedenfalls, als ich letztes Mal hier war. Ja, hier ist nichts. Was sollen wir denn machen? So scheint es nicht zu funktionieren. Wie dann? Man kann es in keinen Slot reinpacken. Vielleicht müssen wir uns um sie herumschleichen irgendwie. Probieren wir mal mit dem Panzerhandschuh sie wegzuschubsen und dann vielleicht irgendwie das Ding da zu drücken. Oder wir benutzen den Eibelwürfel mal. It didn't do anything. Nö, hat auch nichts gemacht. Ja, damit können wir sie wegschubsen. Nun, was bringt uns das genau? Ach, die Waffen können wir eh liegen lassen, die machen nichts. Wir könnten sie da in die Ecke schubsen. Aber was macht das? Und was ist das da für eine Nische? Vielleicht da reinschubsen?
wir sie zurück in ihren Raum schubsen. Und da einsperren. Oh, sie kann Türen öffnen. Okay. So, erstmal taktischen Rückzug. Hochheilen. Die Waffen mal einsammeln, wo wir gerade hier in der Ecke sind. So. Den Handschuh hätte ich auch ganz gern wieder. Also wir konnten sie zwar reinschubsen, aber sie ist einfach wieder rausgegangen. Gucken wir mal, ob wir sie in die andere Richtung schubsen müssen vielleicht. So, nochmal. Und da ist was aufgegangen. Eine Verbindung zum restlichen Korridor? Das ist jetzt komisch. Aber gut, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Gut, dass wir die Hand noch haben. Das finde ich bei diesem Spiel echt übel, wenn man teilweise Gegenstände irgendwo liegen lässt oder... Also man weiß nicht, welcher Gegenstand für was da ist, ob man den später nochmal gebrauchen kann. Das heißt, man nimmt dann alles mit, so wie ich das gemacht habe, und hat durchgehend viel zu volles Inventar. So, es funktioniert nicht. Und hier können wir sie auch nicht weiter schubsen. Aber gut, wir können sie jetzt wieder hierher locken, können dann um sie herumgehen und dann hier weglaufen. Die Frage ist nur, was genau bringt uns das? Wohin müssen wir sie bringen, damit sie stirbt? Na gut, erstmal müssen wir wieder weg. Wir sollten unsere ganzen Sachen unterwegs einsammeln. Wir sollten nicht unterwegs sterben. Sie hat den Weg wieder blockiert. Habe ich das gerade richtig gehört? So, das wieder in die Hand. Den Westwood-Stab hätte ich auch ganz gerne. So. Nee, der Weg ist frei. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt einfach irgendwo hinlaufen. Die Frage ist halt nur, wohin? Zack, zack. Also, was sagt die Karte? Wir haben hier unten ganz viele Fallen. Wir haben hier Fallgruben, wo wir sie reinschubsen könnten. Wir haben aber nicht irgendetwas Magisches. Also ich suche jetzt eine Stelle, wo wir die ganze Wahrheit benutzen könnten. Kommst du überhaupt hinterher? Ja, kommst du. Sollten wir unsere Ressourcen ein wenig beisammen sammeln. Den Double-Ring kannst du auch wieder anziehen. So. Die Platte drückt sie nicht aus. Okay, wo lang? Ich lock sie mal hier unten in den Bereich. Oh, obwohl, da ist ein Stachel. Kann man sie da reinschubsen? Nee. Schade. Sind wir hier richtig? Ja. Komm her. Gut, 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 gut. Gehen wir nochmal die Informationen durch. König Richard meinte und auch das Buch ganz am Anfang des Spiels meinten, dass der Rubin der Wahrheit und ein anderer Gegenstand, also der Splitter der Wahrheit, den wir jetzt haben, zusammen in der Lage sind, die Netamaske zu besiegen. Sie meinte jetzt, das kann aber auch Propaganda sein, dass die beiden Gegenstände zusammen sie nur noch stärker machen werden. So, jetzt sind wir hier, okay. Aber stärker macht es sie nicht, es beeinflusst sie gar nicht. Vielleicht meinte sie einfach nur, es macht sie stärker, weil sie halt die Artefakte hat. Nicht, weil es sie wirklich an sich stärker macht, wenn man es benutzt. Und hier war falsch, wir wollen runter. Skosha? Jo, da bist du. So, was probieren wir jetzt als erstes aus? Wir probieren mal die Fallgrube da hinten. Oder nee, wir versuchen sie... Erstmal versuchen wir zu überleben. Das klingt doch nicht schlecht. Hm? Dann verbrauchen wir ein bisschen Ressourcen. So. So. Und heben alle unsere Sachen auf, wie immer.
So, das noch. Und da wollte ich jetzt gucken, ob vielleicht, wenn sie in diesen Fallen drin steht, dann empfänglich ist für das Dingens. Für die ganze Wahrheit. Also komm mal hierher, Scotia. Nee, tut's nicht. Schade. Irks. Ja, wir sollten auch nicht in den Fallen stehen bleiben. Okay, das hat nicht funktioniert. Irks. Wo sind unsere Gegenstände? Hier sind unsere Gegenstände. Dass sie das auch so kompliziert gemacht haben jetzt hier am Ende. Weil wenn man das Spiel so weit gespielt hat, dann will man doch auch weiterkommen und nicht andauernd neue Hürden in den Weg gelegt bekommen. So, das und das und das und dich auch noch. So. Also das hat nicht funktioniert. Dann ist das nächste die Fallgrube dran. Jetzt müssen wir in die Richtung. Und einfach warten. In der Zeit können wir mal Pausen wiederbeleben. Und Mana wiederbekommen. Und gucken, was wir noch so an Gegenständen haben. Wir haben echt nicht mehr viel. Wir haben komischerweise noch 4 Schlüssel. Wofür auch immer. Wie, ich habe jetzt noch irgendetwas vergessen. So, da. Dann tun wir den Würfel auch nochmal dahin. Oh, Scotia. Da ist Scotia. Na komm, da ist die Fallgrube. Also muss Scotia hier hin, dann müssen wir einmal um sie rumtanzen. Komm, die lassen wir jetzt alle da liegen, wir wollen nur die Faust haben. So, komm hier hin, dann gehen wir einmal um dich rum und benutzen jetzt die Faust. So, und nochmal die Faust. Zack, und jetzt kam gerade irgendein richtig fieses Geräusch. Ich hoffe mal, das war was Gutes. Und jetzt benutzen wir die Wahrheit. Nee. Ach, da war noch ein Feld frei. Ich hätte sie noch einmal schubsen müssen. So, wo ist die Faust? Da ist die Faust. Jetzt komm hierher. Komm hierher. Oh, Sabasabra. Ah, sie steht einfach drauf. Ich weiß nicht mehr. Komm, bring uns um, vielleicht passiert dann irgendwas. Nö. Na komm, einen hab's noch. Nö, einfach nur, sie wurden besiegt. Na gut, laden, Ende, Fragezeichen. Und was machen wir jetzt anders? Wir haben die ganze Wahrheit. Wir haben noch hier unten irgendwo eine Tür gehabt, die wir nicht öffnen konnten. Da. Aber ob das jetzt mit der ganzen Wahrheit geht oder nicht, das ist echt doof. Ich probiere jetzt einfach mal, das Ding sofort zu benutzen und nicht erst in der dritten Form von Scotia. So, you worthless dogs have come to your deaths. It is you. Last, Scotia. Ha! You brought my ruby and it charred to me. That fool Richard actually believes the old tale that they may defeat my nether mask. It is folly. They shall give me even more power. Und? Oh.
Well struck. That looks like a mortal blow. Fool! My death will not save you from our wrath! Congratulations, Akshel. You have served me well. We will remember you as our greatest champion. A luckier adventurer Gladstone never saw. It has been a pleasure serving with you. Ja, das war jetzt doch ein wenig komisch. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe sofort, nachdem das Gespräch war von Scotia, sofort rechte Maustaste auf die ganze Wahrheit gemacht und dann mit dem Westwood-Stab zugeschlagen. Wahrscheinlich habe ich sofort einen Tausendertreffer gemacht, denn es kam sofort die Nachricht, das war ein tödlicher Streich und Scotia war tot. Also ich hätte mal nicht bei unserem ersten Versuch sie in die dritte Form bringen sollen, sondern von vornherein klicken sollen, aber naja, was soll's. So ging es jetzt auch und wir haben das Spiel geschafft. Das Ende allerdings fand ich ein wenig komisch. Also klar, es ist schön vom König ausgezeichnet zu werden, aber wie sie dann alle vor einem stehen und einen angrinsen, das war irgendwie zu kitschig für meinen Geschmack. Aber sei es drum. Am Ende haben wir noch das Drarakel gesehen, das Herr alles sieht, weil es ein Halbgott ist. Und das Drarakel werden wir im zweiten und im dritten Teil auch nochmal treffen und ist auch ein sehr cooler Charakter an sich. Jetzt im ersten Teil hat er ja fast nichts gemacht, aber im zweiten und dritten hört man und sieht man ein bisschen mehr von ihm. Jetzt eine kurze Zusammenfassung zu dem Spiel. Das Spiel an sich finde ich sehr cool, mit ein paar Ausnahmen. Das sind einmal das Inventar und allein die Tatsache, dass man halt nicht immer wirklich weiß, was man braucht. Jedenfalls kam es mir so vor. Zum Beispiel die Gegenstände mit dem Schleichereffekt. Wozu hatten wir die jetzt? Wozu waren die vier letzten Schlüssel? Was wäre gewesen, wenn wir irgendeinen Gegenstand irgendwo vergessen hätten oder übersehen hätten? Klar, man will nicht immer an die Hand genommen werden und gerade deswegen spiele ich diese alten Spiele auch. Aber so eine Sachen wie der letzte Schlüssel, der vierte, da wäre ich nicht drauf gekommen. Und da hätte ich wirklich stundenlang damit verbracht, das Ding zu suchen. Aber ja, alles in allem ein sehr geniales Spiel. Das Let's Play hat mir auch sehr gefallen, bis auf jetzt die letzten 2-3 Folgen. Die waren für mich ein bisschen nervig, was ihr ja bestimmt auch mitbekommen habt. Aber ja, zu meinem Kommentarstil, ich hätte vielleicht nicht ganz so genervt klingen sollen in den letzten Folgen. Und ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Ja, kann ich so nichts sagen. Ich hoffe, ihr habt das Let's Play genossen und wir sehen uns dann in meinen nächsten Projekten. Also dann, bis denn. The people.
Fool! My death will not save you from our wrath!